What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und heute habe ich eingepackt den lieben D-Strike, Freunde, den ich jetzt momentan ein bisschen mitnehme und austeste. Sie wollen hier einen Hillbilly, der liebe Hillbilly. Jo, dann ist der Sprintboost mit dabei, Self-Care und Eiserner Wille. Das sind die Perks, die ich heute mit habe. Und ich stehe kurz vor Rang 12. Es dauert richtig, richtig lange, Freunde. Und ja, ich weiß es mittlerweile schon, dass ich die Zeit einfach wirklich gar nicht aufbringe, hier irgendwie zu versuchen, auf Rang 1 zu spielen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich auf Rang 10 noch komme, solange wie das wirklich dauert für einen einzigen Rang. Ja, ich werde es noch versuchen, zumindest auf Rang 10 zu spielen. Weiter werde ich auf keinen Fall kommen. Die Zeit fehlt mir da einfach zu extrem neben der Arbeit. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen. Aber gut, jetzt, das läuft hier nicht so. Jetzt versuchen wir hier mal unser Bestes. Ich bin hier noch überhaupt nicht eingespielt. Überhaupt nicht. Erstmal von der Arbeit heimgekommen. Und dachte mir, jetzt darf ich aber mal wieder eine Folge hier machen. Da ich nämlich keine mehr über habe. Das ist, glaube ich, nicht so sicher hier gewesen. Oh je. Ich weiß nicht. Bitte überlebe noch. Überlebe. Oh, das könnte jetzt ganz, ganz knapp mit den 10 Sekunden sein, Freunde. Das könnte mich gerade hier Punkte gekostet haben. Läuft ja nicht so. Dachte nicht, dass der sofort hier wieder zurückkommt. Wir haben hier wohl so einen kleinen Camper und Tunnler. Mal gucken, wie das Spiel hier weitergeht. Hillbilly, kannst du bitte gehen? Er kommt halt schon wieder gleich zurück. Der ist echt nicht nice, Freunde. Ah, da ist er wieder. Ey, Leute. Ich bin mir ja nicht sicher, ob er es auch weiß, aber Campen wird mittlerweile doch sehr bestraft. Jetzt hole ich dich mal hier. Aber er kommt schon wieder zurück. Campen wird auf jeden Fall bestraft, Freunde. Ah, okay. Das hat mich auch wieder Punkte gekostet. Ich bin gespannt, was das Spiel hier noch so mit sich bringt. Das läuft gerade gar nicht. Oh, ich weiß nicht, hat er mich gesehen? Ich denke mal, ja. Probieren wir es mal. Ich bleib mal hier. Oh, Disconnect. Das fällt mir in letzter Zeit auch auf, Freunde. Die... Oh je. Oh je. Moment mal. Ja, Billy, hallo. So, jetzt tanzen wir hier ein bisschen. Lass uns hier tanzen. Freundchen, du wirst dir nicht genug Blattlast aufbauen. Nein, 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 nein. Haha. Wir dürfen uns nicht von dem erwischen lassen. Wir kommen nie wieder vom Haken runter. Okay. Zumindest ein paar Chase-Punkte hier. Oh, er ist schon wieder da. Billy, du willst mich unbedingt, ne? Oh, Aggro gewechselt. Den habe ich gar nicht mitbekommen, dass hier jemand war. Okay, Chase-Punkte haben wir bekommen. Dafür haben wir Punkte verloren im Helfen. Das ist nicht so geil. Ich bin mir beim ersten Mal gar nicht sicher, ob wir nicht da auch vielleicht Punkte verloren haben. Jetzt liegt auf jeden Fall wieder jemand.
Das ist doch alles Kacke hier. Da wären Chen. Ich gehe mal hier in die Nähe. Da hat er sicher Barbecue mit dabei. Wird kaum einen Killer geben, der es nicht mit dabei hätte. So, du lieber Camper. Ich weiß, du kommst sofort wieder zurück. Versuchen wir's. Warum kommen die immer wieder zurück, wenn ich gerade Rettung mache? So, überlebe bitte. Ich will hier nicht schon wieder Punkte verlieren. Oh mein Gott, ey, das ist richtig anstrengend. Das ist gerade richtig anstrengend, Freunde. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal wieder runter. Da wird hier das Haus wohl verwenden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir sollten mal einen Chen noch machen. Ich gehe jetzt mal... Ah, da sitzt jemand oben. Wie wäre es mit dem Chen da oben? Den könnten wir ja doch mal anfangen. Jo. Da hört man mein Handy wieder. Ich habe keine Ahnung, ob man es auch im Mikro hört. So, setzen wir uns doch mal ran, damit hier noch was weitergeht. Ich will natürlich auch Chen-Punkte haben. Auch diese sollen mit dabei sein. Da ist er, der großartige Fähigkeitscheck. Sag mal, hört man diesen disconnecteden Dwight hier stöhnen? Kommt mir irgendwie so vor. Da gucken wir doch mal hin. Da gucken wir mal hin, Freunde. Jo, wie sehr plagt euch dieses Pip-System? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie geht's euch, wie weit seid ihr schon? Dwighty Boy. Der ist wirklich am dahinstöhnen. Auch mal wieder nice, habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass die dann auch noch stöhnen dabei. Okay. Wir begeben uns gleich mal wieder in die Richtung. Der wollte tanken. In den Barbecue-Radius, damit wir hier nicht gesehen werden. Oh, das könnte knapp werden. Der Baum. Der Baum bringt's, Freunde, der Baum bringt's. Jo, jetzt ist er natürlich wieder da oben, ey. Boah, ich hoffe, dass der nicht pippt. Er soll seinen Black Pip dafür bekommen, von mir aus. Nein! Nö! Was macht ihr? Das ist nicht so geil, Freunde. Er hebt ihn jetzt nicht mal auf. Och man, ich hasse solche Killer. Ich hasse sie. Ich hasse sie, Freunde. Jetzt hebt ihn auf! Nö, macht er nicht. Da wird es die eine abcampen, bis sie down ist und dann vielleicht den anderen aufheben. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht will er mir gar nicht die Luke geben und sucht mich dann. Wir müssen hier irgendwas machen. Ich setze mich mal hier an den Chen einfach. Ein bisschen Zeit haben wir, ja? Ist er wieder da oben. Warte, ich gehe jetzt da irgendwie mal vor, in der Hoffnung, dass er uns nicht sieht. Vielleicht hört er den Chen, ja. Jo, den hat er gehört und jetzt schnell Sprintboost runter. Versuch zu laufen, Mädchen. Oh, Bäume sind echt nice. Dann versuchen wir doch mal hier den wieder hochzuheilen. So, Junge, steh mal wieder auf die Beine mit dir. Oh, so kann sich ein Spiel auch wieder drehen, ne? Lieber campender Billy. So, der ist auch auf den Beinen jetzt. Jetzt brauchen wir noch einen Chen. Da wäre zumindest einer. Dann gehen wir doch mal hin zu dem.
Thanatophobia ist auf jeden Fall aktiv. Ich setze mich auf die andere Seite des Fensters. Sollten wir es gebrauchen, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht. Na gut, dann chillen wir doch mal wieder hier am Gen. Ist wohl das Beste. Die Chance ist wieder da, hier zu entkommen. Vorher hat es ja wirklich mies ausgesehen. Aber vielleicht haben wir ja doch nochmal... Och, Mano. Wenn man zu viel redet, dann passiert diese Kacke natürlich. Ich versuche halt auch immer die Great Skill Checks zu treffen. Um einfach immer für Ruin zu trainieren. Das ist nämlich gar nicht schlecht, wenn man das macht. Versucht es ruhig, auch wenn es teilweise vielleicht sehr, sehr frustrierend ist. Aber man muss dann wenigstens nicht mehr herumlaufen und das Ruin-Totem finden, da man oder weil man nicht damit klarkommt. So ist es dann ganz easy eigentlich. Natürlich wird man nie alle 100% schaffen. Man verfehlt immer mal wieder, aber jo, gehört ja auch dazu. Soll ja auch nicht das Problem sein. So, lenkt den Killer ruhig noch ein bisschen ab, dann bekomme ich nämlich hier den Gen noch durch. Wir haben übrigens immer noch unseren D-Strike, wir haben den noch gar nicht verwendet. Ist ein Wiggle-D-Strike, also eh nicht so sicher, aber zumindest haben wir noch die Chance, sollte es wirklich sein. So, wo liegt denn der jetzt? Oh, da oben. Ich weiß nicht, ob der schon down ist. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal hier einfach nach zum Ausgangstor. Okay, wurde, glaube ich, schon aufgehoben. Das könnte eh sehr knapp werden, wenn der jetzt vielleicht stirbt. Hier das Ausgangstor überhaupt noch aufzubekommen. Ich weiß nicht, wo mein Mate ist. Dann versuchen wir es mal. Wir wissen ja, Hillbilly ist ein mobiler Killer. Und da hängt er. Oh, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Jetzt wird spannend und der andere ist schon raus. Das war sogar, glaube ich, ein Fehler, dass er jetzt schon raus ist, bevor der andere tot war. Das hat ihm Minuspunkte gegeben. Aber wir schaffen es auch. Wir schaffen es. Mal gucken, wie sehr wir jetzt bestraft werden hier fürs unsichere Runterholen vom Haken. Oh, wir haben auf jeden Fall einen Pip. Wir sind Rang 12. Ich sagte ja am Anfang des Spiels, kurz vor Rang 12, wo wir sind. Und jo. Auf. Oh, wow, nice. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja, lass einen Like da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht.